Wallfahrt, das sind Sie, liebe Helferinnen und Helfer, die Sie jetzt hier sind, all denen, die dazugehören, über 2000 Männer und Frauen, Junge und Ältere, die mithelfen, der Wallfahrt Gesicht und Gewand zu geben und die Bilderinnen und Bilder aufzunehmen. Wir wollen um den Segen Gottes bitten für die Wallfahrt, dass der Herr uns davor bewahrt, dass es nicht Unfall gibt, nicht dramatische Situationen, die die Wallfahrt gefährden. Blasen darf es geben. Wir sagen, auf kleinere Verletzungen sind wir ja auch eingerichtet. Es darf alles sein, aber wir wollen wirklich darum bitten, dass wir eine friedliche Wallfahrt, die wirklich behütet ist, unter dem Segen Gottes, dass wir die feiern dürfen. Und dass Sie an den Stellen, wo Sie stehen, dazu mithelfen, mit Ihren Gaben. Und ich möchte Ihnen auch wünschen, am Beginn der Wallfahrt, dass wir spüren, nicht bloß wir sind die Gebenden und die, die kommen, empfangen, sondern dass Sie auch viele schöne Begegnungen haben, Gespräche, Menschen kennenlernen, die mit ihrem Glauben, mit ihrer Glaubensfreude, mit ihren Fragen, mit ihrer Neugier herkommen und auch uns beschenken, dass wir dafür offen sind, das zu hören, dafür wach zu sein. Wahrscheinlich wird es unangenehme Situationen geben, das gehört zum Helferdienst auch dazu. Ich vermute, dass man an bestimmten Stellen entschieden sein muss, aber dass wir es tun, in Klarheit und Freundlichkeit zugleich, dass die Menschen spüren, sie sind uns willkommen. Natürlich, wir haben sozusagen hier unser Konzept, das aber natürlich auch flexibel sein muss, aber dass wir wirklich helfen, dass allen, auch vielleicht besonders denjenigen, die mit einem gewissen Handicap kommen, sich nicht so leicht bewegen können, dass wir ihnen helfen, Alpha zu erleben, so einen Gebrauch zu kommen und auch in Kirche zu erleben. Das ist eigentlich sozusagen meine Bitte und mein Wunsch, den ich hineinlegen möchte in den See, den wir gleich draußen auf dem Werder Steinplatz erbieten. Eins will ich noch sagen, das kann ich mir jetzt noch nicht vergreifen, auch wenn ich weiß, dass er das nicht gut findet. Der Wallfahrtsleiter, der Spätzin hat ja heute Geburtstag. Oh. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt, das Licht für alle Menschen. Wir bitten dich, segne diese Kerze, die wir zu deinem Lob entzünden. Führe die Pilgerinnen und Pilger, die in den kommenden Wochen dein ungenähtes Gewand verehren, auf sicheren Wegen ans Ziel. Stehe ihnen bei in den Bedrängnissen und Dunkelheiten des Lebens. Schenke uns allen Zuversicht und Freude, wie das Licht der Kerze die Dunkelheit erhellt, so mache unser Leben hell mit deiner Botschaft. Hilf uns, mit deinem Licht
auch das Leben anderer Menschen hell zu machen, der du lebst und herrschst in Ewigkeit. Amen.